Für die Volleyballprofis aus Herrsching geht eine erfolgreiche Saison zu Ende. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Herrschinger das Pokalfinale erreicht. Die WWK Volleys wollen dieser starken Leistung anknüpfen und näher an die Spitze der Liga kommen. Die Ziele für die nächste Saison sind klar. Es ist für uns einfach eine Chance mehr, eine Medaille zu holen. Und bei uns ist jetzt schon irgendwie immer das Ziel, wir wollen irgendwie auch in der Saison eine Medaille holen, ob das jetzt international ist, im Pokal oder in der Meisterschaft. Aber das ist das Ziel. Und das ist natürlich in jedem Wettbewerb sehr schwer. Je mehr Wettbewerbe, desto größer die Chance auf die Medaille. Um aus der Volleyballhalle rauszukommen, haben die Volleys ihren Saisonabschluss draußen gefeiert. Bei einer Partie Golf konnten auch die Sponsoren der WWK Volleyballer ihr Saisonfazit ziehen. Ich habe jetzt keine so riesen Erwartungen vielleicht wie die Mannschaft selber, aber ich denke, dass er mitgespielt hat, dass er Vize geworden ist, das ist unglaublich, ja, das ist einfach faszinierend. Und wenn er das Niveau hält und vielleicht seinen Traum wahr macht, Champions League dabei sein zu dürfen, dann wäre das natürlich die Krönung. Um ganz klar in 4, 5 Jahren um die deutsche Meisterschaft zu spielen, das ist das erklärte Ziel. Gerne mischen wir in Europa ein bisschen mit, aber wir wollen in Deutschland eine Nummer werden und sein und das in der Weltstadt München. Und ich glaube, das ist ein hehres und schönes Ziel. Eins steht fest, auch in der kommenden Saison wollen die WWK Volleys um Titel kämpfen und ganz vorne mitspielen.